Ja, guten Abend allerseits. Guten Abend. Schön, wieder hier zu sein in Osterholz. Ein Jahr ist ja jetzt vergangen seit dem letzten Mal. Und die gute Nachricht vorneweg, Gregor Gysi ist auf dem Weg von Bremerhaven jetzt hierher. Er wird in 20 Minuten da sein, versprochen. So, wir fangen an mit einem kurzen Talk. Christina Vogt kommt gerade aus Gröpelingen, wo wir heute auch eine Veranstaltung haben, und Klaus-Rainer Rupp aus Bremerhaven. Wir haben uns heute also einmal quer über das Land Bremen verteilt. Und Christina, von dir würde ich gerne als erstes wissen, der Wahlkampf war ja diesmal ein sehr langer Wahlkampf. Was waren deine einprägsamsten Erlebnisse? Was kannst du hier berichten, was für dich besonders war? Ich fange mal ganz persönlich an, und das spiegelt die Stimmung in diesem Wahlkampf wieder. Heute Morgen war ich in Oslertshausen auf dem Wochenmarkt, hatte sehr viele Gespräche, auch wenn die Wochenmärkte, wie wir wissen, in Bremen leider immer schlechter besucht werden, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass die Menschen immer weniger Geld in der Tasche haben. Aber nach diesen Gesprächen habe ich gedacht, Mensch, ich habe noch nicht gefrühstückt, das ist jetzt 12:30, bin zu einem Stand gegangen, einem Bäcker, und bin angesprochen worden von der Verkäuferin: Frau Vogt, wie schön, dass Sie hier sind. Ich wollte schon immer mal mit Ihnen reden. Und das sind Erlebnisse, die ich in diesem Wahlkampf eigentlich durch die Bank weg hatte. Ich hatte sehr, sehr viele positive Erlebnisse, viele, viele Gespräche, wo man wirklich gemerkt hat, bei den Menschen ist angekommen, dass wir in den letzten 4 Jahren eine konsequent linke, aber auch sehr konstruktive und sehr gute Oppositionspolitik betrieben haben. Und das war ein deutlicher Unterschied zum Beispiel zu dem Wahlkampf, den wir vor 4 Jahren hatten, der dann doch irgendwie auch eher resigniert war. Und jetzt merkt man wirklich, die Leute trauen uns was zu und sie wollen, dass wir stärker werden, und sie wollen, dass wir diesen Senat noch stärker unter Druck setzen. Von daher habe ich diesen Wahlkampf tatsächlich auch als persönlich sehr, sehr motivierend und sehr aufmunternd für uns für die nächsten 4 Jahre erlebt. Das andere, was ich natürlich gemerkt habe, und da kommen wir zu den Schattenseiten, das ist, dass viele Menschen in Bremen inzwischen resignieren. Sie erwarten von diesem Senat nichts mehr, nicht nur in den ärmeren Stadtteilen, sondern auch durchaus in anderen Stadtteilen, weil sie sagen, hier ändert sich nichts. Der Senat ist starr und festgefahren in seiner Haltung. Er predigt uns hier immer, es wäre alles alternativlos. Wir müssen die Schuldenbremse einhalten, wir müssen die Sanierungsvereinbarung anhalten. Und davor gab es eine Regierung, die war mit der CDU, die hat zwar 9 Milliarden rausgeschmissen, uns aber auch immer gepredigt, dass hier alles alternativlos ist und dass wir eben halt 800 Lehrerstellen streichen müssen, weil es alternativlos ist. Und ich erlebe diese Resignation in dieser Stadt eigentlich seit 4 Jahren, und ich versuche dagegen anzukämpfen und versuche die Leute zu motivieren, weil es bewegt sich nur was in dieser Stadt, wenn die Leute auch wirklich ihre Frustration und ihre Wut darüber zum Ausdruck bringen. Und dass das funktioniert, haben wir in den letzten 4 Jahren auch gemerkt. Wir haben versucht, mit allen Menschen und mit allen Organisationen, Initiativen, Vereinen im Gespräch zu sein, die von der Politik des Senats negativ betroffen sind. Wenn jemand uns angerufen hat, wir haben hier ein Problem, dann waren wir da. Wenn es irgendwo Probleme gab, weil Lehrerstellen gekürzt wurden, waren wir zur Stelle. Wenn die Studierenden gesagt haben, bei uns sollen Studiengänge geschlossen werden oder 800 Stellen gestrichen werden, waren wir zur Stelle. Wenn die Freizis SOS gefunkt haben, weil ihnen das Geld weggebrochen ist, waren wir zur Stelle. Es gab ganz viele Sachen, die wir in die Bürgerschaft getragen haben, und im Zusammenspiel mit diesen Menschen hat auch einiges funktioniert. Ich habe eben in Gröpelingen ein Beispiel gebracht. Wenn Sie sich erinnern, oder wenn wir uns erinnern, zu Beginn der Legislatur ging es gleich los mit den großen Kürzungsrunden im Bildungsbereich. Und unmittelbar nach der Wahl musste Frau Jürgens-Pieper, die damalige Bildungssenatorin, verkünden, dass sie 80 Lehrer zu wenig hat zu Beginn eines Schuljahres. Daraufhin haben Schüler sich organisiert, haben eine Gruppe gebildet, haben Proteste, haben Streiks organisiert, haben die Schulen bestreikt und haben aber auch von Anfang an den Kontakt zu uns gesucht, und wir waren im Gespräch. Das Ganze hat sich 1-2 Jahre hingezogen. Wir haben versucht, parlamentarisch zu agieren, haben gesagt, wir brauchen einen Nachtragshaushalt für Bildung. Der ist abgelehnt worden. Die Kürzungen sollten noch vehementer durchgesetzt werden, und in der Konsequenz ist die Bildungssenatorin zurückgetreten, weil sie zu Recht gesagt hat, sie kann es nicht mehr verantworten, das Ressort ist unterfinanziert. Wir haben daraufhin sofort mit Eltern, Lehrern und Schülern geschnackt, weil klar war, der Rücktritt alleine verändert hier nichts in Bremen.
Und die Eltern, die eine große Demonstration geplant haben, waren bereit, nach Gesprächen auch mit den Lehrern, diese Demonstration auf einen Vormittag zu verlegen. Wir haben parallel dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Und in dieser Aktuellen Stunde und unter dem Druck dieser Bilder der 6000 Menschen, die auf dem Bahnhofsvorplatz standen und gegen diese Politik des Senats protestiert haben, hat in dieser von uns beantragten Aktuellen Stunde Herr Börnsen gesagt, ja, in Bildung müssen wir eine Schippe drauflegen. Die hat es zwar längst nicht in dem Umfang gegeben, wie wir es eigentlich nötig hätten, aber die geplanten Kürzungen oder Streichungen von 150 Lehrerstellen, die hat es nicht gegeben. Und in dem Sinne bin ich auch ganz zuversichtlich, weil wir in den letzten 4 Jahren gemerkt haben, auch wenn wir mit 5 Leuten eine kleine Gruppe waren, eine kleine Fraktion, wir haben eine Menge geschoben, eine Menge bewegt und wir haben Leute zum Nachdenken gebracht und uns haben Leute zum Nachdenken gebracht. Und in diesem Zusammenspiel, glaube ich, zeigt sich auch deutlich, dass eine linke Opposition wirkt und auch was verändert. Ja, das kann man wohl sagen. Klaus Rainer, du bist eins der von uns am längsten in der Bürgerschaft vertretenen Mitglieder. Du bist 2007 erstmalig in die Bürgerschaft gewählt worden und einer unserer ja bekanntesten Köpfe. Was ist für dich der Unterschied gewesen im Vergleich zu 2007, 2011 in dieser ganzen Reihe jetzt an Wahlkämpfen, die du gemacht hast? Naja, 2007 haben viele Menschen die Hoffnung, ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass sich mit einer Linken in der Bürgerschaft was verändert. Und man muss heute rückblickend sagen, einen Teil dieser Hoffnung haben wir nicht erfüllt in der ersten Legislaturperiode. Sodass wir im Wahlkampf 2011 im Wesentlichen darauf angesprochen werden, sag mal, wieso ist eigentlich die Linke immer so zerstritten? Können die sich nicht mal vertragen? Wir brauchen sie, die machen vernünftige Themen, aber einigen sich nicht. Und dieses Mal ist es anders. Ich werde nicht darauf angesprochen, wart ihr zerstritten oder nicht, sondern ich werde auf das angesprochen, was wir in den letzten 4 Jahren an Themen besetzt haben. Wir werden darauf angesprochen, auf Atomtransporte über bremische Häfen, wo wir mindestens ein Stück weit dafür gesorgt haben, dass zumindest Kernbrennstoffe nicht mehr verladen werden. Wir werden darauf angesprochen, wenn wir sagen, wir brauchen, um bezahlbare Wohnungen zu machen, brauchen wir ein Sondervermögen Wohnen, womit der Gewoba zusammen nicht nur Wohnungen von privaten Investoren gebaut werden, sondern wo Bremen selber wieder Wohnungen baut. Wir werden auf Armut angesprochen und wir werden darauf angesprochen, was habt ihr denn gemacht? Und dann können wir sagen, wir haben einen Masterplan Armut gefordert. Wir haben zu jedem Haushaltsverhandlungen 40, 50 bis zu 60 Anträge eingebracht, an welchen Punkten man in Bremen ganz konkret Armut bekämpfen kann. Das ging von Lehrerinnen und Lehrern, von Sozialarbeiterinnen bis zum Nottelefon für misshandelte Mädchen. Und das ist deutlich anders als eben 2011. Wir werden auf das angesprochen, was wir an Politik in diese Bürgerschaft gebracht haben, welche Themen wir besetzt haben. Und lassen Sie mich an dieser Stelle eine Sache sagen, weil gerade so viele da sind. Erstens, wir haben uns auch als Fraktion in dieser Legislatur richtig zusammengerauft. Wir haben an einem Strick gezogen und sogar meistens in dieselbe Richtung. Und wir hatten einen ganz hervorragenden Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich genauso denselbigen aufgerissen haben, um dieser Fraktion zum Erfolg zu verhelfen, aber nicht des Erfolges willen, sondern weil dieses Land geprägt ist von Reichtum, geprägt ist von Armut und weil es dringend eine linke Fraktion, eine stärkere linke Fraktion in dieser Bürgerschaft braucht, die vernünftige Arbeit macht. Doris, das ist der Unterschied zu früher. Und vielleicht noch eins. Es geht ja nicht nur für den Wahlkampf, also das geht die ganze Zeit. Ja? Wir haben ja, ihr wisst das vielleicht, Doris ist eine der besten Pressesprecherinnen, die man für Geld kaufen kann. Ja? Die man nicht für Geld kaufen kann. Nein, außerdem unsere Landesvorsitzende, die man auch nicht für Geld kaufen kann. Und unsere Landessprecherin, die kann man nicht. Nein, ihr wisst schon, was ich meine. Aber in den ganzen 4 Jahren vorher mussten wir oft auch in der Presse begründen, hey, was macht ihr denn da für einen Mist? In dieser Legislatur waren fast alle Abgeordneten, Christina, Gindi, Peter, Claudia und ich, immer gefragt, was macht ihr da? Und wir haben immer geschafft, den Finger auch öffentlich in die Wunde zu legen. Ich finde, das
bin ich ja ein bisschen stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Und nochmal, das hätten wir überhaupt nicht geschafft, hätten wir nicht einen richtig guten Stamm von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Fraktion. An dieser Stelle gebührt Ihnen hohe Anerkennung. Und wenn wir ein gutes Ergebnis haben, davon gehe ich aus, dann haben die mindestens, wenn nicht mehr dazu beigetragen als die Abgeordneten. Ja, danke sage ich da auch mal stellvertretend aus einer anderen Funktion heraus, die ich dann eben auch bei uns in der Geschäftsstelle bekleide. Christina, ein paar Themen, die wir uns vorgenommen haben für die nächste Legislatur, wurden ja bereits angesprochen. Sofortprogramm Wohnen, weil es einfach an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Zur Armutsbekämpfung muss wahnsinnig viel gemacht werden. In dem Monat nach der Wahl oder in den Wochen nach der Wahl, was wären die ersten Aufgaben, die aus deiner Sicht anzupacken sind? Ja, aus meiner Sicht muss man erst mal gucken, was der zukünftige Senat, der ja der gleiche sein wird, zumindest so ist es von Ihnen geplant wie der jetzige, was er denn tatsächlich vereinbart. Wir haben in den letzten Jahren ganz viele Bündnisse im Rathaus gehabt. Ich habe schon manchmal gesagt, das Einzige, was wir noch nicht hatten, ist das, wie man es nennen sollte, nämlich das Bündnis für warme Worte. Wir haben ganz viele warme Worte gehört, wie schlimm die soziale Spaltung in dieser Stadt ist und dass man sie bekämpfen muss. Wir haben ganz viele warme Worte gehört, was den Wohnungsmangel angeht. Wir haben auch ganz viele warme Worte gehört, was den sozialen Zusammenhalt angeht. Wenn man sich aber die tatsächlich reale Politik angeguckt hat, da hat man tatsächlich gemerkt, es waren eben nur warme Worte. Wenn man Armut bekämpfen will, Armut hat drei Ursachen, warum sie sich verfestigt hat in den letzten 15 Jahren. Das erste war die Agenda 2010, die ganzen Gesetze von Hartz I bis IV, die dazu geführt haben, dass Löhne gesunken sind, dass Menschen nicht aus der Arbeitslosigkeit rauskommen, dass Leiharbeit zugenommen hat, dass befristete Beschäftigung zugenommen hat, dass Minijobs zugenommen haben, dass es immer mehr Menschen gibt, die von ihrer Arbeit nicht leben können und die anderen, die nicht in einem Job sind, sich drangsalieren lassen müssen vom Jobcenter, weil sie schikaniert werden. Das ist die eine Ursache, weshalb Armut sich verfestigt hat. Und Bremen ist nicht nur das Land mit der höchsten Armutsquote, sondern auch in dem Bereich der Arbeitsbedingungen auf dem traurigen letzten Platz. Wir haben die höchste Leiharbeitsquote bundesweit. Wir haben die höchste Quote von Menschen, die Vollzeit berufstätig sind und nebenbei noch ein oder zwei Minijobs haben, um davon leben zu können. Wir haben 18.000 Menschen, die aufstocken. Wir haben 23.000 Menschen, die in Leiharbeitsverhältnissen arbeiten. Und genau diese Situation ist natürlich eine, da kann man auf Landesebene zwar nicht viel machen, weil das ist Bundesgesetzgebung, aber man kann auch als Land die Weichen stellen. Man kann zum Beispiel Wirtschaftsförderung daran irgendwie knüpfen, dass man sagt, es werden nur noch Unternehmen gefördert, die wirklich gute und sozialversicherungspflichtige und vor allen Dingen weder befristete noch bei Teilzeit kann man vielleicht mal eine Ausnahme machen, wenn die Leute das selber wollen, aber nicht als Regel. Wenn man gute Arbeitsbedingungen sieht, das ist eine Landesaufgabe und daran werden wir den Senat messen, ob er das denn noch wirklich umsetzt. Weil er sagt das nämlich immer, was nicht stimmt. Der zweite Punkt, weshalb Armut sich verfestigt hat, ist eigentlich auch wieder Bundesangelegenheit. Das sind die ganzen Steuersenkungen, die unter der ersten rot-grünen Bundesregierung vorgenommen worden sind. Das geht von Unternehmensbesteuerung bis zu Erbschaften, bis zum Spitzensteuersatz, bis zu der Tatsache, dass die Vermögensteuer seit 1998 ruht. Und diese Steuergesetzgebung, die hat dazu geführt, dass auf der einen Seite der private Reichtum immer größer geworden ist, der hat aber auf der anderen Seite dazu geführt, und das ist gerade für Bremen besonders dramatisch, dass den Ländern und den Kommunen die Einnahmen fehlen, dass sie das, was sie machen müssten als Landesaufgabe, als kommunale Aufgabe, um Armut zu bekämpfen, nämlich gar nicht mehr können, weil sie dafür zu wenig Geld in ihren Kassen haben. Und die zentrale Aufgabe eines Bundeslandes, Armut zu bekämpfen, ist der Bereich frühkindliche Bildung, Bildung, Ausbildung, Qualifikation und Nachqualifikation von Menschen, die erwerbslos sind. Und genau an diesen vier Punkten hakt es. Fangen wir mit der frühkindlichen Bildung an. Kita-Ausbau. Ja, der Senat hat den Rechtsanspruch erfüllt, was die Krippenplätze angeht. Aber nur in den Stadtteilen, wo sie wussten, da ist ein hohes Einkommen. Wir haben Stadtteile, irgendwie, die haben die Vollbeschäftigung, Durchschnittseinkommen 110.000, 120.000 Euro. Da sind 80% aller Eltern mit Krippenplätzen versorgt. In den armen Stadtteilen, wie zum Beispiel Gröpelingen, Teneva, Kattenturm, Blumenthal,
Durchschnittseinkommen 15.000 bis 17.000 Euro im Jahr. Da sind nur 30% aller Kinder in einer Krippe versorgt. Und genau das ist das, wo wir sagen, der Senat setzt nicht die richtigen Prioritäten, weil jeder Mensch inzwischen weiß, je früher ein Kind in eine Krippe kommt, desto bessere Chancen hat es nachher in der Schule. Und genau das haben wir auch immer kritisiert. Und genau daran werden wir den nächsten Senat messen. Und wenn Sie jetzt sagen, wir wollen die Versorgungsquote in den ärmeren Stadtteilen auf 50% erhöhen, dann werde ich sehr genau im Koalitionsvertrag nachgucken, ob da überhaupt noch was von erwähnt wird und was Sie dann auch tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist Bildung. Auch da hören wir immer warme Worte. Bildungsgerechtigkeit. Wieder der traurige letzte Platz. Es gibt kein Bundesland, wo der Bildungserfolg so stark vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und das ist doch auch völlig logisch, wenn man sich anguckt, wie man in den letzten 20 Jahren armen Stadtteilen begegnet ist. Die wurden einfach vergessen und die wurden ignoriert. Und da, wo man eigentlich die besten Schulen und die kleinsten Klassen und mehr Lehrer und andere Konzepte braucht, wurden diese Schulen sich selber überlassen. Das heißt, ich werde den Senat sehr genau dran messen, ob unsere Forderungen, die wir im Armutsausschuss erhoben haben, nämlich nach deutlich kleineren Klassen, nach einer durchgängigen Sprachförderung oder nach einer zweiten Lehrkraft auch nur ansatzweise angegangen werden. Und wenn Sie das nicht tun, dann werden wir sie da unter Druck setzen, vom ersten Tag an. Weil das ist nämlich die Lösung, die wir brauchen, um Kinder in Gröblingen, Kattenturm, Teneva und Blumenthal auch mal zu einer Schulabschlussquote zu führen, die wir in den reichen Stadtteilen haben, weil Kinder in diesen Stadtteilen sind nicht dümmer, sie haben nur einfach schwierigere Bedingungen. Weil wenn man an einer Grundschule 47 Eingangssprachen hat, ist das doch logisch, dass man irgendwie die zweite Klassenlehrerin braucht oder deutlich kleinere Gruppen und eine durchgängige Sprachförderung. Und davon ist bislang nichts zu sehen in diesen Stadtteilen. Das ist der zweite Punkt, den wir machen werden. Der dritte Punkt. Rot-Grün hat sich eine Ausbildungsgarantie auf die Fahnen geschrieben. Ursprünglich hieß sie mal Ausbildungsplatzgarantie und es ist schon sehr entlarvend, dass das Wort Platz gestrichen worden ist. Sie haben die Jugendberufsagentur installiert, weil das soll die Lösung sein. Wir sagen, das führt eher zu mehr Sanktionen. Sie wollen die dezentralen Beratungsangebote eigentlich zentralisieren, was für Jugendliche aus Stadtteilen wie Teneva, wie Gröblingen, wie Kattenturm mit Sicherheit auch nicht die Lösung ist. Und Sie werden mit Sicherheit nicht in der Lage sein, weil Sie auch die Zahlen natürlich schön, das Jobcenter und die Agentur die Zahlen schönt, indem sie einfach Leute als nicht ausbildungsfähig, nicht als ausbildungssuchend führt. Genau an dieser Stelle werden wir Sie weiter unter Druck setzen. Wir haben es in den letzten Jahren getan, wir werden es auch weiterhin tun. Und die vierte zentrale Aufgabe ist, die Mieten explodieren. Und wir haben Verdrängungsprozesse aus den Stadtteilen in die Stadtränder. Immer weniger Leute mit mittlerem Einkommen, mit geringem Einkommen oder die von Sozialtransferleistungen leben, können ihre Wohnungen nicht mehr bezahlen oder finden keine bezahlbare Wohnung in den Stadtteilen, wo sie leben wollen. Und der Senat sagt selber, das Statistische Landesamt sagt, bis 2030 haben wir 20.000 Neubremerinnen aus unterschiedlichsten Gründen, auch weil viele Menschen aus dem Umland wieder herziehen. Das sind übrigens meistens die Wohlhabenden, die jetzt innenstadtnah auch die Preise nach oben treiben. Das heißt, der Senat setzt auf die Privaten. Er hat jetzt rühmt sich damit, dass auch die privaten Wohnungsbaugesellschaften und die privaten Investoren, die was bauen, eine 25-prozentige Sozialbindung einhalten sollen. Das Problem ist bloß, die Privaten können es umgehen und wir haben es auch schon in den ersten Stellen gemerkt, weil es hängt nämlich von der Größe des Bauprojekts ab. Und wenn Sie dann nicht 50 Wohneinheiten bauen, sondern nur 49, müssen Sie die Sozialbindungsquote nicht mehr einhalten. Und das heißt, wir sagen klipp und klar, wir haben im Moment noch Steuermehreinnahmen und wir zahlen geringere Zinsen. Wir haben damals vor 3 Jahren gesagt, wir brauchen ein Sondervermögen Wohnen, weil die Stadt muss wieder selber bauen, sie darf sich nicht auf die Privaten verlassen, weil die umgehen die Sozialbindungsquoten und wir werden genau diesen Antrag nochmal einreichen und genau an dieser Stelle, und das ist die vierte Aufgabe, die wir sofort wahrnehmen werden, sobald die nächste Legislatur losgeht, werden wir genau diesen Antrag nochmal stellen und genau diese Diskussion hier weiter befeuern. Ja, Stichwort nicht auf die Privaten verlassen. Wir haben da hinten stehen einen Stand unserer Freunde vom Betriebsrat Eno, die seit langer Zeit inzwischen für die Rekommunalisierung unserer Müllabfuhr kämpfen. Hallo, liebe Leute im orangenen T-Shirt. Von hier aus auch nochmal die Bitte,
Geht zu den Kolleginnen und Kollegen hin, informiert euch, unterschreibt, sofern ihr es noch nicht getan habt. Bevor Gregor gleich da ist, wollen wir noch unbedingt auf das Thema der Rekommunalisierung der Müllabfuhr zu sprechen kommen. Und Klaus Rainer, du hast dich da ja auch wirklich maßgeblich eingesetzt. Was gibt es da aus deiner Sicht aktuell zu sagen? Erstens muss ich den Kolleginnen und Kollegen von Verdi und vom Betriebsrat der ENO gratulieren. Sie haben sind dicht davor, die Anzahl der Unterschriften zu erreichen, um ein Volksbegehren einzureichen. Deswegen ist es besonders wichtig, wenn heute Leute da sind, die noch nicht unterschrieben haben, dahin zu gehen. Ich muss Ihnen gratulieren, dass Sie nicht locker gelassen haben, weil es ist meines Erachtens ein echter Skandal, dass dieser rot-grüne Senat die Frage, wer sorgt für den Müll in den nächsten Jahren, auf die lange Bank geschoben hat. Der Vertrag mit Nielsen läuft 2018 aus. Das weiß man schon seit 1998. Das kommt also nicht plötzlich. Und es gibt ein Gutachten, das sagt, die Bremerinnen und Bremer haben schon deswegen zu viel Müllgebühren bezahlt, weil ein privates Unternehmen auf seine Rechnungen Mehrwertsteuer drauf tun müssen. Diesen Vorteil geben Sie nicht weiter. Ein öffentliches Unternehmen muss keine Mehrwertsteuer einziehen. Das macht einen Vorteil insgesamt von 5 Millionen Euro bei der ganzen Summe, um die es da geht. Dann hat Nielsen dafür gesorgt, seit Sie vor 18 Jahren oder vor 16 Jahren den Laden gekauft haben, haben Sie keinen neuen Menschen mehr eingestellt. Sie haben die einfach ausgedünnt. Und die Arbeit, die vorher gemacht haben, die waren ungefähr vorher 650 Leute und das sind jetzt noch 400 irgendwas. Diese Arbeit machen jetzt dieselben Kollegen von Nielsen für 30% weniger Gehalt. Das ist ein Skandal, dass Menschen, die eine so harte Arbeit, eine so unangenehme Arbeit machen, bezahlt werden in einer Größenordnung, für die sich dieser Betrieb schämen muss. Deswegen muss man es ändern. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, dass Bremerinnen und Bremer jedes Jahr zwischen 4 und 6 Millionen Euro Gewinn, die ENO macht, an den Nielsen bezahlt. Das ist nicht einzusehen. Das muss nicht sein. Das kann man entweder auf die Gebühren machen oder man kann alle Müllwerke anständig bezahlen. Das ist das Ziel der Rekommunalisierung. Deswegen werben wir dafür und deswegen ist es noch nicht zu spät. Wir werden die Verdi-Kollegen im Parlament unterstützen, durch Anfragen, durch Debatten, durch Anträge dieses Vorhaben durchzusetzen. Wir werden es gegen den rot-grünen Senat durchsetzen und wir werden das gegen den rot-grünen Senat durchsetzen. Ich sage, es wird irgendwann hier eine öffentliche Müllentsorgung geben und das ist sozusagen eine wichtige Aufgabe für die nächste Zeit. Gleich nach den Wahlen, also dann gibt es die Konstitution, dann gibt es eine Sommerpause und dann starten wir wieder in Haushaltsverhandlungen. Das beginnt dann wieder von vorn. Heute gibt es die neue Steuerschätzung. Bremen kann im nächsten Jahr oder in diesem Jahr 25 Millionen Euro mehr Einnahmen rechnen und im nächsten Jahr mit 43 Millionen Euro mehr Einnahmen. Und wir werden sehr genau hingucken bei den Haushaltsverhandlungen, wofür dieses Geld ausgegeben wird. Dann kann man nämlich nochmal in die Wahlprogramme der anderen Parteien gucken, was sie versprechen. Und dann kann man anhand der Beschlüsse im Haushaltsfinanzausschuss und im Parlament, kann man genau nachprüfen, an welcher Stelle sie wieder den Leuten Hoffnungen machen und nicht erfüllen und an welcher Stelle sie möglicherweise mal den Hintern in der Hose haben und bestimmte Dinge machen, die dieser Stadt nützen und die Armut tatsächlich bekämpft. Dabei geht es um Lehrerinnen und Lehrer, dabei geht es um Kita-Plätze, dabei geht es um vieles, was die Leute in vielen Stadtteilen hier entbehren müssen. Deswegen sage ich, guckt hin. Ja? Wir werden auch wieder Anhörungen machen. Wir werden wieder aufrufen und sagen, wenn ihr Probleme habt, kommt zu uns. Wir gucken mal, ob wir das in entsprechende Anträge reinschreiben. Und wir werden wieder mit 40, 50 Anträgen diesen rot-grünen Senat so unter Druck setzen, dass möglicherweise an der einen oder anderen Stelle etwas mehr für die Bremerinnen und Bremer übrig bleibt. Das ist die, aus meiner Sicht, Christine hatte 4., 5., 6. Strategische Aufgabe, die wir uns als neue Fraktion vornehmen müssen. Und vielleicht als letztes schwerwiegendes Thema brauchen wir die Unterstützung der Bremerinnen und Bremer in einer Frage, die immer durch die Gegend geistert.
Es wird uns immer vorgehalten, wir haben 18, 19, 20 Milliarden Euro Schulden in Bremen. Das stimmt. Wir haben diese Schulden im Wesentlichen, weil Rot-Grün und Kohl vorher Steuererleichterungen versprochen hat. Und jetzt sagen die Grünen und die Rosa-Roten im Parlament immer, es ist generationengerecht, wenn wir diese Schulden nicht weiter erhöhen. Sie nehmen dafür in Kauf, dass in Bremen die Straßen kaputt sind, die öffentlichen Gebäude kaputt sind, die Brücken kaputt sind. Sie nehmen dafür in Kauf, dass wir schlusslich bei Bildung sind und bei vielen anderen, bei Arbeitslosigkeit und sonstigen Dingen. Das muss aufhören. Man kann nicht auf der einen Seite Geldschulden senken und auf der anderen Seite soziale Schulden anhäufen. Schulden in Geld kann man bezahlen, soziale Schulden kann man nicht bezahlen. Und ich will als Letztes auch noch mal sagen, wir werden gemeinsam darüber streiten müssen, dass in der Bundesrepublik endlich eine vernünftige Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe zur Altschuldentilgung, dass die Einkommensteuer für Spitzenverdiener wieder erhöht wird und dass vor allen Dingen Firmen keine Steuerschlupflöcher mehr finden und ihre Gewinne so versteuern, dass die öffentliche Hand, dass die Kommunen und das Land Bremen wieder handlungsfähig ist. Weil ein nicht handlungsfähiger, ein Klammerstaat ist kein demokratischer Staat mehr. Denn wird es eben nur geredet. Solange das Geld, wenn das Geld wieder kommt, dann wird es auch wieder mehr Demokratie geben und dann gibt es auch wieder mehr vernünftige Partition. Das ist der Weg, wie man Bremen einerseits aus der Schuldenfalle und aus der sozialen Falle rausholt. Vielen Dank. Okay. Noch 5 Worte. Herzlichen Dank, Klaus-Rainer Rupp. Herzlichen Dank, Christina Vogt.